Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch alle Missionen der Woche 3 in der Season 4. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch alle Missionen der Woche 3 in der Season 4. Wir starten auch gleich mit der ersten Mission. Und zwar müssen wir Truhen bei Steamy Stacks durchsuchen. Das ist total easy. Steamy Stacks ist auf der Map hier oben rechts. Am besten landet ihr zum Beispiel hier auf diesem großen Gebäude, denn da sind ziemlich viele Kisten, also habt ihr gleich, sagen wir mal, 4-5 Kisten sicher am Start, wenn weniger los ist. Macht es zum Beispiel in der Gruppenkeile, dann habt ihr da ein bisschen weniger Stress und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Weiter geht es gleich nach Retail Row. In Retail Row müssen wir diesmal 3 Eliminierungen machen. Das Ganze könnt ihr entweder Solo-Duo oder im Squad machen oder auch in einem LTM oder natürlich auch in der Gruppenkeile. Einfach 3 Eliminierungen. Das kennen wir ja schon, sollte nicht allzu schwer sein. Retail Row befindet sich auf der Map genau hier an dieser Stelle und dann habt ihr diese Mission auch schon erledigt. Dann kommen wir zur nächsten Mission. Wir müssen nach Weeping Woods und in Weeping Woods müssen wir Holz sammeln. Macht das am besten in der Gruppenkeile, denn in der Gruppenkeile gibt es einfach mehr Holz pro Baum, den ihr abbaut. Es sind nur ein paar Prozent, aber trotzdem zahlt sich das aus. Man sieht jetzt hier zum Beispiel bei diesem Baum, wenn ich den abbaue, gibt er mir schon 72 Holz. Das heißt, wenn ich, sage ich mal, 6-7 Bäume abgeholzt habe, dann sollte ich diese Mission eigentlich schon erledigt haben. Also es ist wirklich nicht schwer, einfach ein paar Bäume im Weeping Woods umhauen und dann ist diese Mission auch schon erledigt. Als nächstes müssen wir den Pantherpirsch besuchen. Pantherpirsch ist dieser kleine Spot in der Nähe von Misty Meadows. Da ist es ganz wichtig, achtet darauf, wann ihr die Mission als abgeschlossen angezeigt bekommt. Denn bei mir war es so, dass die Mission am Anfang, als ich hier gelandet bin, noch nicht abgeschlossen wurde, sondern erst in dem Moment, als ich hier oben gestanden bin, bei dem Panther, und dann hat die Mission erst gezählt. Also achtet da ein bisschen darauf, dass ihr da nicht umsonst hinfliegt. Als nächstes kommen wir zur schwersten Mission dieser Woche. Wir müssen 3-mal Iron Man bei Stark Industries eliminieren. Iron Man ist hier der Boss. Und wir müssen ihn insgesamt 3-mal eliminieren. Das Ganze könnt ihr auch gemeinsam mit euren Freunden machen, das zählt dann genauso. Und was hier auch ganz wichtig ist, ihr könnt hier zum Beispiel ganz oben landen und an dieser Stelle, wo ich jetzt gelandet bin, habt ihr hier eine Kiste und hier dann gleich so eine Iron Man Kiste, also so eine neue Kiste. Und dort ist eigentlich ziemlich guter Loot drin, also so viel Glück wie ich habt ihr jetzt vielleicht auch nicht gleich. Also ich habe jetzt eine Pump und gleich noch eine lilane Aug, da sollte sich jetzt der Boss eigentlich leicht erledigen lassen. Und da müsst ihr einfach ein bisschen Ausschau halten, der Nachteil ist, dass diese Stark Roboter nur gehackt werden können und nicht verhört. Das heißt, es ist ein bisschen schwerer, den Boss zu finden. Aber normalerweise befindet er sich immer hier im Hauptgebäude, also so wie hier an dieser Stelle. Passt auf jeden Fall gut auf, der teilt mega gut aus und kann auch ziemlich viel einstecken. Aber den solltet ihr auch zu dritt, zu viert locker eliminieren können. Und dann habt ihr auch den Iron Man schon gekillt. Der Iron Man hat dann auch noch eine Menge geiler Waffen am Start und natürlich den Safe. Den Schlüssel zum Safe. Ich zeige euch jetzt auch noch gerne kurz, wo der Safe zu finden ist. Ihr müsst hier zu dem kleinen Nebengebäude und dort habt ihr den Safe am Start. Und wir schauen auch gleich nach, was noch drinnen ist im Safe. Denn es ist so, dass dieser Safe wirklich ziemlich geil ist. Also der hat hier nur diese heftigen Kisten am Start, diese neuen Iron Man Kisten. Aber die geben momentan keine EP, habe ich rausgefunden. Warum auch immer, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das vielleicht noch mit der Zeit gefixt wird oder ob die einfach wirklich keine EP gibt. Aber geben. Aber das werden wir dann schon rausfinden. Dann zeige ich euch jetzt noch ganz kurz, was die Fähigkeiten von Iron Man sind. Also wir haben einmal diese heftige Fähigkeit, dieser krasse Strahl und einmal diese Handschuhe, die so schießen. Und die haben auch so ein bisschen Auto-Aim, also du triffst die Gegner hier wirklich leicht. Und die haben auch noch eine weitere Fähigkeit, ihr könnt euch hier so hochschweben lassen, also so hochpushen wie mit so einem Jetpack. Das Ganze hat dann ein bisschen eine Abklingzeit, aber funktioniert wirklich ziemlich gut. Dann haben wir auch ein besonderes Auto beim Iron Man. Das Iron Man Auto braucht keinen Sprit und der Booster lädt sich mit der Zeit immer wieder auf und er fährt genauso schnell wie der Whiplash, also maximal 90 km/h. Dann haben wir noch eine Mission, bei der wir mit Benzinkanistern oder bei Tanksäulen Schaden machen müssen. Hier habe ich den Tipp für euch, dass ihr das Ganze bei Handlangern macht oder bei Robotern. Das heißt, ihr schmeißt da einfach nur eure Kiste hin und
wenn das explodiert und ihr bekommt den Schaden, dann zählt das für eure Mission. Also ich hatte vorher 0 und wenn wir jetzt gemeinsam auf die Map schauen, dann sehen wir jetzt auch gleich an dieser Stelle, dass wir jetzt schon 99 Schaden gemacht haben. Also mit den Handlangern funktioniert diese Mission wirklich super easy. Dann haben wir noch die letzte Mission, wir müssen Feuerfallen platzieren. Die müssen wir einfach wirklich nur platzieren, also das ist total easy. 3 Stück müssen wir platzieren, egal in welchem Modus. Also muss man jetzt keine Kills machen oder sowas, einfach nur die Feuerfallen platzieren und dann habt ihr diese Mission auch schon erledigt. Das war auch schon die letzte Mission dieser Woche. Wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ich habe ab jetzt auch einen eigenen Discord-Server, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Kicks.